Der Wörthersee ist schon ein sehr, sehr gelungenes Beispiel für Reökologisierung in der Stadt. Ich kann mich noch erinnern, als es damals um die Frage ging, was macht man mit dem Wörthersee? Da gab es unterschiedliche Konzepte. Selbst Naturschützer waren damals der Auffassung, man soll es verlanden lassen. Das war damals die Idee und soll wieder eine große Wiese draus machen, weil man sozusagen dieses Gewässer nicht mehr retten könne, so war die Idee. Das Ergebnis war dann ein Nachdenkprozess, was kann man denn draus machen? Und da kam eben diese Idee zu einer völligen, nicht nur Renovierung, sondern Neugestaltung dieses gesamten Areals. Und zwar in zwei Teile eingeteilt, in einen Freizeitbereich, in dem wir jetzt hier stehen, und zum Zweiten in einen ökologischen Bereich, der uns ganz wichtig war. Er ist Bestandteil einer Klimaarchitektur innerhalb einer Stadt. Er kühlt. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Würde man diesen See nicht mehr haben, hätte man ihn verlandet, würde es bei dem Klimawandel, der stattfinden wird, auch dazu führen, dass Kühlungen in der Stadt nicht mehr möglich sind. Planer, Architekten, Ingenieure haben lange dazu geneigt zu sagen, alles was gerade ist, ist gut und schnell weg und Wasser aus den Augen und dann wird es gut werden. Genau der falsche Ansatz, denn das macht uns heute im Klimawandel die Probleme, dass wir plötzlich an Stellen zu viel Wasser haben, an denen wir es gar nicht brauchen können. Und umso wichtiger ist, dass wir wieder zurückkehren zu dem Miteinander und zu dem auch eben nicht nur gerade betonieren und viel Bausumme schnell verschwunden in irgendwelchen Tiefbaumaßnahmen, sondern die Sozialfunktion, die wir hier hinter uns erleben, zu sagen, lasst uns das Wasser spüren, lasst uns das Wasser in die Stadt bringen, lasst uns das Erlebnis des Sees wieder in die Stadt bringen. Und neben dem Erlebnis zu sagen, die Sozialfunktion hier, der Jogger, der hier badet, der sich sonnt, der hier einen Kaffee trinkt, ist hier herzlich willkommen, sondern auch die Natur ist hier herzlich willkommen und deshalb auch zu sagen, am unteren See wollen wir die Sozialfunktion, das Erlebniswasser und am oberen See wollen wir den Naturraum. Wir haben von Anfang an für mich auch gesagt, wir wollen ja in der Stadt nicht die Stadt in die Natur bringen, sondern wir wollen die Natur wieder zurück in die Stadt holen. Und auch an dieser Stelle haben wir es wunderbar hinbekommen, dass wir wirklich die Natur wieder in der Stadt auch aufbauen können. Bei dem Thema, was auch die Bürger uns mitgeben, Mensch, da ist schon viel los hier mit dem Thema Rad, Skater. Und wir gehen auch gerne mal spazieren, versuchen wir mit unterschiedlichen Wegen und Wegetrennungen auch diesen Freizeitcharakter hier hinzubekommen. Das heißt, dass wir wissen, dass es sehr gut angenommen wird, dass es wirklich ein Urlaubsparadies vor der Haustür ist. Und deshalb wollen wir mit verschiedenen Wegeführungen, einmal für die Radfahrer, einmal für die Fußgänger, wirklich auch diesen Verkehr entzerren. Und das ist ganz wichtig. Menschen Erholungsmöglichkeit mitten in der Stadt zu geben, also Urlaub daheim, war ja von Anfang an neben der Ökologie und den rein wasserwirtschaftlichen Aspekten das Hauptstandbein dieses ganzen Projektes Wasserwelt Wörthersee. Warum fährt man in Urlaub? Man fährt in Urlaub, um festzustellen, daheim ist es am schönsten oder um anderen zu erzählen, wie schön es daheim ist. Und das soll im Prinzip diese Kartenaktion ein bisschen wenigstens leisten, den Menschen auch zeigen, tatsächlich oder bewusst machen, wie schön es hier ist. Was das Inklusionscafé betrifft, wir verbinden hier auch dann die Möglichkeit, jetzt auch Freizeit und Urlaub daheim für alle zu machen. Viel Freude auch bei Urlaub am Wörthersee.